Und Don Juan sagt auch ganz klar, das Wissen ist eine beängstigende Sache ab einem gewissen Moment. Und das ist ja auch ganz klar, weil irgendwann müssen sich ja diese Schleier aufheben und irgendwann müssen wir ja lernen, mit diesen Dingen umgehen zu können. Also brauchen wir im Grunde auch überhaupt keine Angst haben, es gehört zu unserem Erbe. Wir können sehr wohl damit agieren. Der Einzige, der da wirklich ein Problem hat, ist das Tonal. Und diesen Schlag auszugleichen, ist nicht einfach. Weil um das Nagual auszuhalten und diese Wucht auszuhalten, brauchst du einfach auch ein kräftiges und starkes Tonal. Und dieses starke Tonal erreichen wir ja nicht, indem wir Liegestützen machen ohne Ende, sondern im Träumen. Wir erreichen unser starkes Tonal im Träumen. Deswegen sollten wir beginnen, in jedem Augenblick achtsam zu sein und auf alles zu achten, weil, wie schon erwähnt, auch besteht einfach unser Leben aus letztendlich Bestätigungen der Welt. Und selbst wenn wir gar nichts sehen, es ist schon eine Bestätigung, wenn wir eine Pflanze blühen sehen. Das ist eine Bestätigung der Welt. Und dann geht es weiter. In dem Moment, wo wir unser physisches Augenmerk auf die Dinge legen und dadurch eine gewisse Intensität erreichen, haben wir die Art Kohärenz geschaffen, die wir auch dann benötigen, wenn wir träumen oder mit unserem Energiekörper umgehen lernen. Und genau das war ja in diesem Kapitel die Sensibilisierung des Energiekörpers. Da wird es ja auch ganz genau erklärt, dass es quasi über diesen ersten Ring der Kraft in den zweiten geht. Und dass wir uns immer auch eine Auszeit von dem zweiten Ring, falls er denn auftaucht, einfach so auch nehmen können, indem wir loslassen. Das ist das Geheimnis der geistigen Gesundheit, die der Krieger natürlich hat, weil er die Dinge ins Gleichgewicht bringt. Und ins Gleichgewicht bringt er die Dinge über die Kunst des Pirschens, ja, indem er auf seine Stimmung achtet in jedem Augenblick. Also, man sollte sich auf gar keinen Fall zu sehr auf gewisse Aspekte versteifen, sondern man muss immer schauen, alles zusammen ergibt dieses eine Bild. Und deswegen ist es so, so wertvoll, auch wenn wir erkennen, dass wir wirklich im Klein, ganz klein, klein beginnen können, um Dinge im ganz Großen zu verändern. Und denkt dran, es ist immer, immer, immer nur der absolute Ausgleich, den wir schaffen können. Legen wir unser Augenmerk zu sehr auf die Dinge des zweiten Ringes, dann haben wir ein Defizit im ersten Ring. Legen wir die Dinge zu sehr auf den ersten Ring, dann haben wir ein riesiges Defizit im zweiten. Also muss die Insel des Tonal so weit frei gemacht werden, dass sie auch Platz hat, um eben gerade auch solche Phänomene gut verarbeiten zu können und aufnehmen zu können. Und da hilft uns auch die Rekapitulation, die eben auch ein wesentlicher Bestandteil des Pirschens ist. Und die Rekapitulation, die schafft uns diese Freiräume, die wir brauchen, um es richtig einzubetten, all diese Dinge. Aber das Schöne ist ja eigentlich einfach das, dass wir, egal wo wir sind, immer direkt beginnen können in unserer alltäglichen Welt. Das ist der Garant, wenn wir da beharrlich sind und unser Heeresziel die absolute Freiheit ist, dann werden wir so oder so alles dafür tun, um die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist einfach nur sehr ratsam, all diese Werkzeuge wirklich zu kennen, damit man sie, wenn es drauf ankommt, auch in Anwendung bringen kann. Florinda sagte einmal zu Carlos, dass er nichts auslassen kann, keine einzige Hilfestütze kann er auslassen, er kann nichts übergehen, er muss wirklich alles benutzen, was er überhaupt nur bekommen kann, an Informationen, an Anleitung. Und genauso sollten wir es auch nehmen,
dass wir wirklich mit allem, was uns gegeben wird, das Beste kreieren, weil dafür ist das Leben da. Und es funktioniert ja oft nicht gleich auf Anhieb. Deswegen brauchen wir auch die Zeit dafür, um diese Dinge der Reihe nach, und da zählt die Beharrlichkeit und die ist der Erfolgsgarant, dass wir es der Reihe nach beharrlich in Anwendung bringen können.